Willkommen zurück zu einem weiteren Shiny-Pokémon-Video von mir. Diesmal ist es ein Shiny-Raupi nach 35 SS-Encountern. Das ist eigentlich, ja, so ziemlich der Hammer, muss ich zugeben. Das ging relativ schnell. Also das war schon ziemlich krass, muss ich zugeben, was die Geschwindigkeit des Erscheinens angeht. Ach nee, bitte nicht. Ernsthaft, Raupi? Du bist ein Arsch. Ein richtiger Arsch, mein Freund. Der größte Arsch, den ich je erleben durfte. So, jetzt nochmal. Weg mit dem anderen Raupi. Komm schon, Raupi. Fadenschuss, ernsthaft. Also langsamer gehe ich. Ernsthaft jetzt? Bro! Ernsthaft jetzt? Steht in der Lage, Digga! Hör mal auf damit! Die ganze Zeit nach Kollegen zu rufen! Weg damit! Ey, Bro, ich will dich jetzt fangen! Come on! Fadenschuss! Na endlich, Alter! Na endlich! So! Jetzt catch ich den Bro mal hier. Wir nehmen einfach mal den Wiederball. Ich denke, der passt gut. Deswegen Wiederball. Und das war ein Critical Capture. Mal sehen, was passiert. Bricht es aus? Nein, tut es nicht. Zack! Gefangen. Raupi wurde gefangen. Oh Gott, ey. Süßes kleines Raupi. Das goldene Raupi. Ernsthaft? Was gebe ich dir für einen Namen, Bro? Ich hab den Namen, glaube ich, für dich, Bro. Ich hab den richtigen Namen. So. Yep. Das ist so. Ich denke nicht, dass das richtig geschrieben ist, aber egal. Exodia heißt das Teil. Oh je, dann gucken wir uns den Bäume an, ob er... Ups, das wollte ich nicht. Das verlängert nur das Video, und zwar deutlich. Leider. Ja genau. Nein, so war das nicht gemeint. Genau. Verbiesen. Verbies dich, Digga. Ich wollte nur nachgucken, wie das jetzt... Ach, Digga. So. Raupi? Exodia? Was hast du für ein Wesen? Neutral. Okay. Das ist in Ordnung. Fähigkeit Puderabwehr. Vollkommen in Ordnung. Zaghaft. Kann Treffer gut verkraften. Okay. Jo, und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.